Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Jenny-Personal-Laser und jetzt machen wir hier weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Part. Ich habe einfach nicht auf die Uhr geguckt und sorry und oh, putsch, es war einfach, ne, hier die Zeit, die rennt, das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt bin ich schon mal hier dabei und, was ist jetzt hier los? Oh nee, komm schon. Oh nee. Oh. Jetzt passt die nicht. Ja, jetzt muss ich hier leider mit dem Bohrer ein bisschen feilen, weil die Stange da oben nicht durchs Carbon will. Ah, jetzt will sie. Super. Und Stange unten reinsetzen. So. Ja, das Auto hier ist wirklich wieder, also hier kommen wieder Erinnerungen hoch, die sind super. Also wirklich. Wenn ihr euch bestrafen wollt, ne, oder euren Liebsten bestrafen wollt, oder einen Freund bestrafen wollt, oder jemanden, den ihr vielleicht hasst oder so, ne, dann würde ich sagen, schenkt ihr dem einen Ansmann-Kit und die Qualen, die ihr leidet, die werden euch freuen. So, jetzt sehe ich gerade nicht. Ach, da, okay. Na? Was ist hier los? Wieso will er nicht? Leute, das muss damit zusammenliegen, dass ich das hier so angezogen habe. Die Teile passen sowas von nicht hier rein, ey. Was ist denn los, ey? Wahnsinn. Ich spack hier die vordere Stange auch ab. Ich brauche einen Hammer dafür. Kann aber nicht angehen. Oh, ich dachte gerade, ich hätte sie falsch gebaut, aber... alles richtig. Wisst ihr, was ich ein bisschen komisch finde? Ist, guckt euch das mal an. Hier vorne kommt der Stoß, dann wäre ja gut, wenn er hier... Aber dass diese Spitze da... Ohne Witz, das sieht wirklich so 1:1 in der Bauanleitung aus. Falls wieder Leute sagen, so, das ist falsch rum. Guckt es euch an. Ja? Die Spitze geht hier zu den Stoßdämpfern hin. Ja, schaut echt komisch wieder aus. Ja, die Kugeln müssen... Ach ja, die Kugelgriffe müssen auch noch richtig reingedreht werden. Jo. Dann machen wir das mal kurz. Und dann kommt die Stange auch noch ein bisschen weiter rein. Und da rutscht sie mir ab. Ja, sowas mache ich eigentlich immer erst gerne am Ende, wenn ich auch dann die Reifen montiere. Aber in dem Fall mache ich das mal kurz, weil die ist voll schräg. Das hatte ich vergessen. Kappen mal kurz hier. So, das sieht doch gleich schon viel besser aus. So. Ach ja, oben. Genau. Die Stangen sind ein Tick kleiner, glaube ich. Und da gibt es hier etwas kleinere Befestigungsringe. Das Blöde ist, hier ist noch ein großer. Ah, oh, da hinten. Oh, Schock. Und hier sind etwas kleinere. Und diese etwas kleineren Ringe, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr die nicht verliert. Die kleineren Ringe sind nämlich für hier oben gedacht. Ja? Genau. So, komm jetzt hier, mach keine Faxen, Freundchen. Mach keine Faxen. So. Und mit der Zange. Zack, fertig. Und ja. Und schön das Carbon hier. Ich habe auch aufgepasst eben mit dem Hammer, ey, dass ich nicht gegen das Carbon komme. Das war auch wieder... oh, schwitzige Angelegenheit. Na komm. Aber ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von den Carbon hält. Also ich finde es schön mit dem Rot. Hm. Geschmackssache, ne? Aber irgendwie... okay, ist alles in Ordnung. Andere Seite. Juhu! Wir freuen uns nicht. Ja, in so einem Video dreht man auch irgendwann durch. Entschuldigt mich da. Aber irgendwann kriegt man spastische Zuckung und ja... das ist alles kein Witz und so. Das ist schon echt krass.
sucht da einen Arzt auf, wenn ihr das auch bemerkt bei euch. So, dreht die aber nicht zu weit rein. Ich habe das jetzt eben mal wieder gemacht, sonst kriege ich hier gleich echt noch einen Anfall. So, das sind die letzten. Hippie, hurra, hurra, hippie, hurra. So, den jetzt noch gerade da rein und dann ist die Geburt geschafft. So. Und dann haben wir den noch auf der anderen Seite. Ich finde diese Ballaufhängung, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich gut. Viele mögen sie nicht. Ich finde sie eigentlich ziemlich in Ordnung. Also ich habe mit der null Probleme. Viele mögen das nicht wegen Sand und so. Und meinen oder sind auch der Meinung, dass bei der Lenkung besonders, weil hier eine Ballaufhängung ist, dass wenn hier Sand reinkommt, dass die Servos extra viel Kraft brauchen zum Lenken. Ja, mag vielleicht sein. Aber dann holt man sich halt ein kräftiges Servo für vorne und dann klappt das schon, ne? Aber dafür finde ich die Ballaufhängung trotzdem sehr gut, ne? So, was ist hier los jetzt? So. Okay, jetzt geht's. Bingo. So, das Feintuning kommt jetzt. Ja, ist gut. Ist auch gut. Oh, okay. Aber der dreht mir noch einen Tick zu viel. Also, ja. Und jetzt die Kugelköpfe vorher verschrauben, bevor wir das wieder einbauen gleich. So, wie weit sind wir da auf der Seite rüber und rein? Da haben wir noch zwei Ringe übrig gelassen, dann machen wir das hier auch so. Weil so geht es ein bisschen leichter, als wenn ihr das schon angebaut habt, glaubt mir. So, aber das muss alles nochmal nachkorrigiert werden. Das ist jetzt hier nur grob, ne? Nicht, dass da jetzt wieder Hilfeschreie kommen mit Halt, Stopp! Jetzt rede ich. Der Typ ist richtig fertig, ey. Ich habe mir den angeguckt, ey. Ich konnte nicht mehr vor lachen. Der Typ ist richtig kaputt. Ah, jetzt habe ich schon wieder fast den Fehler gemacht. Wahnsinn. Wo ist die Mahnschraube? Ah, da. Ich wollte gerade schon meckern. So. Die kommt nämlich hier rein, die hätten wir nämlich wieder fast vergessen. Was ist hier los? Wieso geht das so komisch? Na komm schon, mach jetzt hier keine Zicken vorne. So. Weil das ist so ärgerlich, Leute. Ey, ohne Witz, das ist so ärgerlich, wenn ihr das vergisst, ey. So, gleich mal richtig einstellen. Die richtige Einstellung, die endgültige Einstellung mache ich eh immer erst, wenn ich das komplette Auto zusammenbaue. Ne? Das jetzt für alle Leute da draußen als Tipp. Echt, kümmert euch um die ganzen Feineinstellungen erst, wenn der Wagen zusammenbaut. Guck mal, hier geht die Stange ganz gemütlich rein, ne? Ohne Probleme. Und auf der anderen Seite, ey, mussten wir einen Hammer benutzen, ey. Das ist echt Wahnsinn. Aber hier müsste ich jetzt auch wieder einen Hammer nehmen, weil... Wahnsinn. Es geht nicht. Krass, was ist da los? Alter, das Alu. Das Alu ist schuld, ey. Wahnsinn. Echt. So viele Schwierigkeiten hatte ich ja schon lange nicht mehr. Aber geht alles, geht alles. Ja, das Alu-Teil hier wollte ich auch rot machen, aber da ist ja später der Bumper vor und dann sieht man es nicht und dann, ne? Verschwendung, findet ihr nicht? Ach so, ja, wegen der Farbe. Viele werden jetzt fragen, wirst du das auch für die Bodenplatte nehmen, die Farbe? Das weiß ich noch nicht, Leute. Das muss ich, ja, weiß ich noch nicht. Ich finde die Farbe jetzt echt nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und lasst euch nicht täuschen durch die Kamera. Ne?
Ich versuche da echt nochmal rotmetallig zu bekommen. So. Das ist auch nur provisorisch wieder. Und der kommt hier oben. Oh, bitte passt jetzt hier. Stange Test und es passt nicht. Oh ja. La 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 la. So, jetzt passt es. Schön an Carbon, ne? Kann man schön nacharbeiten. Ohne groß viel Aufwand. So. Oh, hier geht es jetzt echt easy gerade. Haha. Gleich ein Eintrag im Kalender. Wir brauchten keinen Hammer. So. Diese kleinen Klammern. Ich habe irgendwie das Gefühl, das lief jetzt heute noch zu glatt irgendwie. Irgendwie muss noch eine wegspringen. Das ist so Tradition. Und dann bin ich wieder stundenlang am Suchen, ey. Aber ich bin erschrocken. Geht eigentlich ziemlich gut. So. Ja, fertig. Mit der Lenkung. Die Seite geht voll für den Arsch. Also wirklich, die Seite ist voll für den Arsch, ey. Die rechte Seite hier. Oh, die Kamera mag das nicht. Ich bin unscharf, bewege ich im Bilder, ich kann das nicht ab. Ja, guckt euch diesen schönen. Ah, gut, jetzt kommt sie langsam, wird langsam weich, aber wir ziehen jetzt mal die Schrauben wieder an. Mal gucken, was passiert. Also ich ziehe sie nur handfest, ne? Ich hatte sie echt nur handfest. Das ist der Witz, ey. Ich knall die ja nicht so richtig fest an. Ich hatte die wirklich nur handfest gezogen. So. Und, oh, geht, ist in Ordnung. Ja, die Lenkung, oh Gott, schon wieder falsch gehalten und Schock gekriegt. Die Lenkung ist auch fertig, das heißt, wir haben die zwei Achsen fertig, endlich. Hier kommt noch der Ring drauf, zack, zack, zack. Und auf der anderen Seite auch, zack, 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 zack. Und dann haben wir hier die beiden Achsen, also hinten geht richtig leicht. Also ohne Witz, hinten geht richtig easy. Ja, ihr hört das auch, guckt euch das an. Und vorne ist so, naja, ich bleib mal hängen, ne, anstatt da runter zu kommen. Naja, aber sind beide fertig, sehen richtig schön aus, haben einiges geschafft, Leute. Das Video hier ist jetzt auch wieder vorbei. Und auch wenn es ein bisschen kurz ist, aber sonst passt das nicht mit den nächsten Sachen, die wir machen. Und ich möchte, wie gesagt, nicht hier 1000 Tüten offen haben. Wir haben die Tüten abgearbeitet, die Schrauben mache ich jetzt gleich noch hier unten schön rein. Ach, wisst ihr was? Wir haben noch Zeit. Dann guckt ihr halt zu, wie ich hier unten die Schrauben reinjag. Tja, ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr habt es euch selber so ausgesucht. Ihr seid ja noch da. Ihr könntet auch abschalten, aber dann verpasst ihr vielleicht was. Wer weiß das? So. Das sind auf jeden Fall die Schrauben dafür. Ja, Leute, das ist eigentlich schon ein richtig geiles Teil hier. Das Mitteldiff haben wir ja auch schon fertig. Die Lenkung haben wir auch schon fertig. Den Flügel hinten. Ah, wobei, wollen wir den Flügel hinten noch machen? Den Flügel hier hinten noch dran. Alter. Na. Das kommt als Finish am Ende, denke ich. Ja, ich baue den nicht jetzt sofort dran. Wir können ihn noch zusammenbauen, wenn ihr wollt. Das können wir noch kurz machen. So. Ach so, und die Diffs hatte ich auch alle nochmal auseinandergenommen, ne, als ich die Carbonteile abgeschraubt habe. Und da habe ich überall nochmal die Schrauben festgezogen und nochmal versucht mit dem Ring hier. Aber bei dem einen, wo das so eng war, da passt überhaupt nichts, ey. Also wirklich nicht. Der ist dann sogar umgebogen, weil das einfach schon zu eng war. Da habe ich den weggenommen. Aber ich konnte alle Schrauben am Diff nachziehen. Die waren nicht fest, Leute. Passt da bei euch auf. Nicht, dass ihr genau das gleiche habt, ey, und das vergisst. Und irgendwie fährt ihr und dann zerteilt sich da euer Mitteldiff oder euer Diff allgemein
im Gehäuse. So, jetzt machen wir noch den Flügel zusammen. Das wollten wir hier in der Anleitung von uns auch, eine Seite davor. Dann machen wir den Gefallen noch eben kurz. Hier, mein Handschuh ist kaputt gegangen. Ist auch schon ein Zeichen, dass es vorbei ist hier eigentlich. Aber ich habe gar keine Teile mehr. Ach doch, hier. Okay. So, das ist hier drinne. Ach so, da packen sie dann auch gleich mal kurz die Stange dazu rein. Ach so, ja, okay. Das ist so ein bisschen blöde. Hä? Ist das nicht die gleiche Befestigungsart wie beim... Nee, nee, alles gut, alles gut. Alles gut. Links und rechts. Als ob man das mal tauschen könnte. Ne? Sind ja nur zwei gleiche Teile. Ich mach links auf rechts. Nee, ich mach doch lieber rechts auf links. Hey, es passt, egal wie man es dreht. Oh Mann. Echt, manchmal, ne? Weißt, wisst ihr, so auf so wichtige Sachen, ne? Wie hier zum Beispiel bei der Lenkung hier, ne? Da schreiben die das nicht rauf mit links und rechts, ne? Steht hier echt nirgendwo drauf, Leute. Ohne Witz, ich verarsche euch nicht, ne? Nirgendwo links und rechts. Aber hier auch so Teile, wo man überhaupt nicht verwechseln kann. Da schreiben sie links und rechts drauf, ey. Das sind so eine Helden. Ohne Witz. So. Damit ist der Off zusammen. Dann kommt hier jetzt noch die Tüte. Das sind die zwei Befestigungsschrauben. Die dicken sind die zwei Befestigungsschrauben fürs Differential, weil hinten kommt ja noch eine rein. Wir brauchen jetzt zum Randschrauben, brauchen wir glaube ich die hier. Genau. Ah, halt. Da kommt ja... Ach so. Okay, vielleicht für die Teile. Ja. Ja, doch. Okay. Ist in Ordnung. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Und fest damit. Jetzt kann man hier hinten noch verstellen. Wir machen erstmal auf neutrale Position, also auf gerade. Das kann man ja dann im Nachhinein noch verstellen. Da schauen wir uns dann mal an, wie der Flügel dann aussieht, wenn er fest ist. In den verschiedenen Positionen. So. Die andere Seite auch. Ja, Leute, und langsam ähnelt der Wagen immer mehr. Es ist jetzt auch so, dass hier Schnee gefallen ist. Das ist eigentlich schon seit ein paar Tagen so. Aber ich kann es ja trotzdem hier erwähnen, dass es jetzt in dem Video so ist. Eigentlich war es auch schon in dem letzten Video so und in dem Video davor, glaube ich, auch. Da, wo ich mit dem Heli geflogen bin in der Tronhalle. Da lag auch schon ein bisschen Schnee, aber nicht viel, nur ein bisschen. Und ist euch mal aufgefallen, dass sich das immer mehr verschiebt? Das ist jetzt kein Witz, Leute. Ne? Ich finde, der Winter verschiebt sich immer um ein paar Tage mehr. Ne? In den ganzen Jahren. Ich weiß noch, damals in meiner Kindheit, mit 10, 11, 10 so, da hatten wir im Winter, oder 12, 13 war ich da, da hatten wir im Winter genau am 24. Schnee, alles, Eis, alles. 24. schöner Winter. Ne? Und ab dem Tag, ne, ist das immer mehrere Tage verrutscht. Ne? Der Winter kam immer später. Ne? Und ja, ist mir jetzt mal so aufgefallen, weil, ey, guck mal, was wir haben. Ne? Vielleicht ist es auch Einbildung, ich habe keine Ahnung. Hört nicht auf den alten Mann. Auf den alten Mann ist auch gut. So. Dann kommen hier die Schrauben rein. Ja gut, komm, machen wir den Flügel auf. Nee, ich will den Flügel noch nicht aufmachen. Nein, ich will noch nicht. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. So, dann setzen wir den schon mal da durch. Der kommt dann nämlich dran. Und das bauen wir dann später zusammen.
schraube das jetzt hier nur schon mal fest, damit ich die Teile nicht verliere. So, hier unten die beiden Schrauben rein. Hier oben auch noch mit einer Mutter gekontert wird. Okay. Das sind Stabilisierer. Ich bin am überlegen, ob ich mir die nicht in Alu besorge und die Plastikdinger hier austausche. Ach ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Könnt ihr mir vielleicht verraten, ob bei euren Rags-Modellen, bei den neuen jetzt, also nicht bei den alten, Leute, ne, also für euch nicht angesprochen, für die alten Rags, sondern die Leute, die sich jetzt den nagelneuen Rags gekauft haben, sind die Stabilisierer hinten und vorne aus Plastik oder aus hochwertigem Material, also sprich aus einer Stange? Das würde mich jetzt mal interessieren, ne? Ob die aus Plastik oder aus einer Metallstange, aus einer Alustange sind. Das könnt ihr mir aber unten reinschreiben. Und die beiden länglichen Schrauben, die schrauben wir jetzt hier schon mal rein. Ja, das Ding ist, warum ich den jetzt nicht anbaue, ist erstens, vielleicht machen uns die Löcher noch Probleme. Da müsste ich nacharbeiten und das würde das Video einfach zu lange strecken. Und zweitens machen wir das in einem Installationsvideo. So, wir haben mal die Teile jetzt schon mal fertig. So. Ja, Leute, einiges geschafft in den zwei Parts. Wieder weit gekommen. Das Ende rückt immer näher. Wir können ja mal kurz ins Buch reingucken. Ja, das haben wir schon fertig. Ja, da kommen die Federn, die wir natürlich schon befüllt haben. Also die schon befüllt haben. Dann kommen nur noch die Stabilisierungssets vorne und hinten dran. Dann die Federn dran. Und dann sind die Achsen eigentlich schon fertig. Die Lenkung haben wir auch schon fertig. Dann kommt die Bogenplatte. Mit der Installation der Sachen. Die Bogenplatte will ich noch lackieren. In der roten Farbe da. Ja, dann kommt die Hinterachse dran. Dann kommt der Motor. Tank. Ja, Auspuff. EC-Box. Oh, da müssen wir uns auch noch vorher drum kümmern, bevor ich anfange zu lackieren. Das werde ich aber offline machen mit der EC-Box, wenn das funktioniert. Wenn nicht, dann nehme ich halt eben die Standard-EC-Box, die da mit bei ist. Dann ist mir das auch egal. Ganz ehrlich. Und die Reifen. Ja, mit Sekundenkleber müssen wir die auch noch verkleben. Das mache ich dann aber auch offline. Ja, ich denke mal, hier werden noch Tipps gegeben, wie man die einstellen kann. Ja. Hier auch. Aber ich stelle das nach meiner Messbethode ein, die ich da habe. Ja. Das ist beim Terrier und beim Virus kommt das sehr gut. Das Auto fährt sehr gut dadurch. Und beim Shotcruise glaube ich auch. Ja, Leute. Also ich denke mal, da kommen noch so 1, 2, 3 Videos. Werden auf jeden Fall noch kommen zu dem Virus Escape. Bis jetzt war es das erstmal. Weit gekommen. Und ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende. Euer Laser. Tschüss.